Und heute das erste Mal Tunnel-Action. Ja! Jetzt kommt gleich meine Lieblingsstrecke hier im Tunnel. Aber dummerweise... diese miesen Autofahrer. Alter, was verliert er denn hier? Pisst er einfach aus seinem Auto raus? Und da sagt mal einer, die Berliner sind nicht freundlich. Alter, ich weiß nicht warum, aber mein Helm beschlägt heute die ganze Zeit. Und damit, yo, 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 Bros! Was ist denn hier passiert? Oh. Alter. Hauptsache glotzen. Spackenpack. Was ist das denn für ein Wichser, Alter? Auf jeden Fall im Berufsverkehr ist das die gefährlichste Straße hier in Berlin. Es war vielleicht nicht so die beste Idee, hier durchzufahren. Ja, und erstmal sorry, dass ihr jetzt das alte Intro nochmal schauen musstet. Mit dem neuen gab es leider so ein paar Probleme, lizenzrechtlich gesehen. Ist eigentlich ganz komisch. Ich hatte vorher erst geguckt, ob das Musikvideo bzw. die Musik, ob die irgendwie lizenzrechtlich so relevant ist für meinen Kanal, aber aus irgendwelchen Gründen hat das dann doch nicht mehr gepasst. Okay, das passt dann doch nicht. Oh, wie nett. Ein LKW-Fahrer hat sich bedankt. Ich verstehe immer irgendwie nicht, warum die Leute sich keine vernünftigen Hosen leisten können. So als ob hier gerade Hochwasser in der Stadt ist. Ich meine, so als ich mal jung war, da waren Hochwasserhosen volle Kanne out. Und heute sind die Teile wieder in. Wie kann sowas wieder in sein? Das sieht total scheiße aus. Aber gut, jeder soll sich so anziehen, wie er möchte. Was denn? Ach, herrlich. Aber wenigstens hat sie mich nicht umgekarrt. Irgendwie fällt mir heute der Vlog-Anfang so ein bisschen schwer. Heute geht es eigentlich mehr oder weniger darum, dass ich den guten alten BA getroffen habe. Was heißt alt? So alt ist er, glaube ich, auch noch nicht. Und Entschuldigung, dass ich das jetzt einfach mal mache. Ich hoffe, die hat sich jetzt nicht erschrocken. Naja, jedenfalls haben wir uns getroffen. Er hatte noch eine Kamera von mir, was ich übrigens auch noch in einem Vlog ansprechen werde. So, welche Kameras ich über die Jahre benutzt habe, was ja so einige sind. Da ist eine ganze Menge Geld geflossen. Da kann man mal sehen, wie... Alter! Da kann man mal sehen, wie viel Vloggen eigentlich so kostet. Wenn man das ganze Kamera-Equipment so bedenkt, wie viel Geld man da reinstecken muss. Darüber werde ich noch ein separates Video machen, weil ich bekomme auch immer öfter die Frage gestellt, so, na, was für Kameras benutzt du, was benutzt du für einen Ton und bla bla bla. Darüber wird es ein speziell gesondertes Video geben, das wird dann kein Vlog werden. Mal gucken, ob ihr das überhaupt gucken wollt. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas interessant finden würdet oder eher nicht so. Und so nebenbei bemerkt, falls ihr mal am Kutschi seid, dann geht unbedingt mal bei dem Papadam essen. Geiles indisches Restaurant. Kann ich uneingeschränkt weiterempfehlen. Der hat ja eben komisch geguckt. Jedenfalls hat BA vom letzten Jahr noch eine Kamera von mir gehabt. Wir haben ja letztes Jahr dieses eine Video gedreht. Zumindest durfte ich da mitmachen.
Es war dann so eine kleine 5-Sekunden-Sequenz, was aber extrem geil war. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Ich kann euch das Video mal verlinken, das seht ihr dann quasi da oben irgendwo. So ungefähr vor einem Jahr ist ja der Film rausgekommen, Hardcore hieß der. Und der BA hat sich gedacht, ich mache mal einen Vorab-Trailer dazu, quasi bloß in seiner Version, wo er dann diverse YouTuber gefilmt hat in den diversen Situationen. Ich glaube, da war irgendwie ein Schrottplatz dabei. Jetzt fallen mir die ganzen anderen Sachen nicht mehr wirklich ein. War jedenfalls ein geiles Video. Das könnt ihr euch ja noch mal anschauen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier ansprechen darf oder soll, oder ich tue es einfach. Der BA möchte nämlich jetzt auch einen Motorradführerschein machen. Ich glaube, das möchte er eigentlich schon seit längerer Zeit machen. Aber jetzt ist endlich mal die Zeit und die Kohle wahrscheinlich da. Und eventuell kann ich ihn ja sogar dazu bringen und zu überreden, vielleicht auch mal ein Motovlogger zu werden. Was extrem geil war. Der BA hat ja auch so ein Vlog-Format auf einem anderen Kanal. Das könnt ihr euch ja auch mal anschauen. Das werde ich euch auch unten im Kanal verlinken, in der Kanalbeschreibung verlinken. Das Ding ist, ich gucke eigentlich, wenn ich Vlogger gucke, dann gucke ich eigentlich hauptsächlich keine Motorrad-Vlogger. Also wenn ich Vlogger gucke, dann müssen die Personen schon richtig interessant sein und BA ist auf jeden Fall eine interessante Person. War ein richtig tolles Gespräch heute. Hat mich sehr gefreut und ja, ich habe den geilsten Döner heute gegessen, den ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Und den soll es hier angeblich auch im Wedding irgendwo geben. Da werde ich direkt heute mal gucken, ob das wirklich so ist. Naja, jedenfalls jetzt, wo ich die Kamera wieder habe, die Brillenkamera, werde ich eventuell mal so einen kleinen Zusammenschnitt bringen von dem Tag am Olympiastadion, wo wir die Szene mit dem Skateboard gedreht haben, wo er sich hinten an meinem Motorrad gehangen hat. Und da gab es ja auch noch einen beinahe Unfall, wo er sich auf die Fresse gelegt hat und ich mich dann fast mit meinem Motorrad auf die Fresse gelegt habe, weil es nämlich direkt unter das Rad gekommen ist und du hättest auch ein bisschen weiter rechts fahren können. Danke sehr. Da wird es einen kleinen Zusammenschnitt geben und ja, wir haben auch was für die Zukunft geplant. Insgesamt ein erfolgreicher Tag, würde ich sagen. Bisschen Motorrad gefahren, das Wetter war jetzt nicht allzu toll. Ja, tschüss! Oma-Liebe. Im letzten Video hat irgendjemand mal geschrieben, ich sollte doch mal hier vorbeifahren, weil er wohl in der Nähe wohnt. Und das tue ich jetzt natürlich auch mal. Ist ja quasi auch gleich bei mir um die Ecke. Da kann man das mal machen. Irgendwie an der Polizeistation, aber hier gibt es doch gar keine Polizeistation. Mysteriös. Und du willst heute nicht fahren? Dann, ja. Meine Güte. Halleluja. Und da ja noch jemand anders in meinem letzten Video geschrieben habe, dass mein Video viel zu lang war, werde ich dieses Video heute mal ein bisschen einkürzen. Das heißt, das soll es hier erstmal gewesen sein an der Stelle. Den Radfahrer lassen wir hier noch durch, weil wir sind ja nett. Ja, auf jeden Fall geil, dass ihr wieder zugeschaut habt. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao!